Ja, nachdem der Ball in der österreichischen Bundesliga schon längst wieder rollt, sind nun auch wir wieder für Sie da nach der Winterpause. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von Dein Verein, Red Bull Salzburg. An meiner Seite Sky-Experte Manuel Ortlechner. Servus Manuel. Servus, hi. Ja, die Auftaktspiele, die waren souverän, muss man sagen. Welchen Eindruck hat das Team bei dir hinterlassen? Ja, man hört immer wieder mal in Winterpausen, man muss im Fokus auf dieses oder jenes richten. Das hört man von vielen Mannschaften. Die Umsetzung ist da ein anderes Thema. Bei den Salzburgern war Fokus ganz klar, dass man dieses Defensivthema oftmals auch hier an dieser Stelle diskutiert, in den Fokus nimmt. Und die letzten Ergebnisse, denke ich, zeigen, dass man die Hausaufgaben sehr, sehr gut erledigt hat. Absolut. Immer zu Null gespielt, abgebrüht, staubtrocken. Das gefällt dir als ehemaligen Innenverteidiger. Ja, und obendrein erzielt man trotzdem auch Tore, arbeitet Torchancen. Also man ist absolut auf Meisterkurs. Absolut. Und man muss sagen, das Werkel läuft. Und man hat jetzt eben 3 Bundesligaspiele in Folge gewonnen. 47 Tore nach 15 Spielen erzielt. Das sind eben zum 4. Mal so viele und 3-mal zu Null gespielt. Ja, dich freut der untere Wert am meisten, wenn wir gehört haben. Das liegt in meiner Natur. Ja, Jesse Marsch hat ja auch gesagt, für die internationalen Spiele ist ja das auch besonders wichtig, eben die Null zu halten. Ja, mir sind eigentlich auch die europäischen Spiele irgendwo in meinen Gedanken noch. Und das ist der Hauptgrund, denke ich, warum er da, denke ich, einen Hebel angesetzt hat. Weil es stehen ja auch wieder internationale Spiele an. Und ich denke, man hat die richtigen Schlüsse gezogen. Und in der Umsetzung ist man jetzt auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Absolut. Am Wochenende eben den 3:0-Sieg in Hartberg. Die Tore haben erzielt Seko Keuter, Patson, Daka und Enok Mepo. Also Manuel, mir fällt nicht ein oder nicht viel ein, was es da zu kritisieren gibt. Aber du bist das Sky-Experte, bitte. Nein, es gibt auch nicht wirklich großartig was zum Kritisieren. Nein, fad würde ich nicht sagen, weil es ist ja immer, wir fragen uns ja oft, ja, wann schaffen sie es nicht, dass so in die Umsetzung gehen. Und, aber momentan bieten uns die Salzburger relativ wenig Punkte auch an für Kritik, was ja auch positiv ist, wie ich finde, weil es ist immer gut, wenn wir Mannschaften dort in der Liga, die gut performen, weil sie uns auch international immer sehr, sehr gut auch vertreten. Es gibt auch neue Gesichter bei den Salzburgern, die haben wir auch ganz gut integriert. Es wird munter durchrotiert auch das funktioniert relativ gut, wie ich finde. Also mir fällt momentan nicht zu fern, es tut mir leid. Ja, sprechen wir über Seko Keuter. Ich weiß, du bist ein großer Fan von ihm. Er ist auch beim Sky Sport Player Index recht weit vorne, war jetzt auch im Team der Runde. Zur Erinnerung, Sky Sport Player Index, schauen Sie mal rein. Da werden die Spieler eben datenbasiert, objektiv bewertet. Seko Keuter eben da die Nummer 3. Er führt die Torschützenliste an und er hat auch einen neuen Vereinsrekord aufgestellt, Manuel. Was? 20 Tore nach 30 Spielen hat in der Red Bull-Ära noch keiner vor ihm geschafft. Außer Oliver Bierhoff damals, aber da gab es noch kein Red Bull. Und er ist der jüngste Red Bull-Spieler mit 20 Toren. Also so richtig still und heimlich. Warum haben wir über Patson Daka gesprochen? Ein klassischer Unsung-Hero eigentlich. Ja. Ja, natürlich war nach dem Abgang von Haaland irgendwo auch der Fokus eher auf Daka. War auch aufgelegt eigentlich, aber du hast das vorhin schon erwähnt. Ich bin schon seit langem eigentlich ein großer Fan von ihm, weil er hat unfassbare Anlagen. Und jetzt finde ich auch, performt er echt und liefert auch ab. Und er war, darf man gar nicht so sagen, aber ein bisschen Chancen dort auch. Das hat er überhaupt nicht mehr. Er nutzt sehr viele Chancen, er verwertet viele. Statistik ist unfassbar eigentlich auch. Also so viele Tore erzielt in so wenigen Einsätzen. Da muss man natürlich schon wieder schauen, dass man de facto den auch irgendwie auch im Stall hält. Absolut, und hoffentlich darf er weiterspielen. Sie kennen ja die Dopinggeschichte rund um ihn und um Mohamed Kamara. Christoph Freund hat sich da bei uns dazu geäußert. Wie schätzt er die Chancen ein in Richtung, gibt es eine Sperre oder eben hoffentlich nicht? Es ist ganz schwierig zu sagen. Es ist ein sehr sensibles Thema natürlich generell im Sport und auch bei der UEFA. Und da traut sich keiner wirklich Einschätzung zu geben. Aber so wie sich das jetzt herausgestellt hat, die letzten Wochen und Monate, was recherchiert wurde, hoffen wir schon, dass es so dargestellt wird, wie es auch von den Spielern dargestellt wurde. Und dass da einfach ein Versagen in Mali vorhanden war, in der ärztlichen Abteilung. Und das muss man dann einfach in Betracht ziehen. Das würde bedeuten Freispruch und dass Sie damit rechnen, dass es gar keine Strafe vergibt. Ja, wie gesagt, mit etwas zu rechnen ist wirklich schwierig. Es ist einfach jetzt Spekulation und wir lassen es auf uns zukommen. Es liegt nicht in unserer Hand. Wir haben die Spieler und werden die Spieler bestmöglich unterstützen mit allem rechtlichen Beistand, auch was es gibt. Und auch die Spieler machen das und dann werden wir sehen, was rauskommt. Ja, bis zu einer offiziellen Verlautbarung, wie es eben weitergeht, dürfen die Spieler ja auch weiterspielen. Zum Glück. Aber Manuel, wie sollte diese Angelegenheit am besten gelöst werden? Also ich habe mich dazu schon geäußert, auch kurz vor oder nach dem Interview, ich weiß es nicht mehr genau, weil ich war da live in der Sendung. Aber ich bin schon der Meinung, wenn du zum Nationalteam reist,
dann liegt de facto schon irgendwo auch die Verantwortung eher bei den besten Leuten eines Verbandes. Und als Spieler weiß es selber, kriegst du Pulverchen irgendwo auch serviert, wo du davon ausgehst, dass diese Leute, diese Fachleute das auch abklären, dass man da auch nichts Verbotenes einnimmt. Und deswegen kann ich es auch verstehen, dass die mir nichts, die nichts einfach das geschluckt haben. Und man geht davon aus, damit ist man safe. Und deswegen sollte auch hier der Verband irgendwo, die UEFA, irgendwo auch Gnade vor Recht walten lassen, weil es war jetzt nichts, wo ich sage, das ist ein großartig leistungssteigerndes Präparat gewesen, sondern die haben de facto nur dieses Spiel, wo es auf 1600 Meter Höhe stattgefunden hat, haben sie versucht, mit diesen Mitteln, was glaube ich auch sie dachten, es wäre zugelassen, es auszugleichen, ist halt leider nicht gegangen. Also, du bist für Freispruch. Ja. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Long story short. Genau. Bitte, ich kürze dich ab. Gut. Kommen wir zu Brandon Aaronson. Neuzugang eben bei Salzburg, hat er auch schon gespielt. Wir haben ihn zum Interview getroffen. Es ist eben allerhöchste Zeit, dass er sich bei Ihnen, bei den Fans vorstellt. Neuer Kontinent, neues Land, neue Stadt, neuer Verein, neue Teamkollegen, neues Leben. Es ist schon anders irgendwie alles, ja. Vor kurzem das Leben mit der Familie, jetzt gehe ich regelmäßig zurück ins Hotel und keiner wartet auf mich. Das ist der härteste Teil, einfach auf mich alleine gestellt zu sein. Aber ich konzentriere mich auf mich und auf den Fußball. Ich bin offen für Neues und ja, es sind doch alle wirklich ganz toll hier. Ich möchte das Team helfen, so gut ich kann, und einfach in das Team setzen, aber alle hier haben great. Brandon Aaronson, 20 Jahre jung und so fern der Liebsten. Instagram lässt mal wieder tief blicken. Der Abschied fällt schwer. 4139 Meilen können uns nichts anhaben, schreibt sie. Ich liebe dich so sehr und vermisse dich jetzt schon, antwortet er. It was definitely a tough time. Oh ja, das war hart, ja. Die Familie war ja auch dabei am Flughafen. Wir sind eigentlich alle in Tränen ausgebrochen. Ich bin ein sehr emotionaler Bursche. Aber ja, das ist auch ein Teil des Fußballerlebens. Wenn man einem Traum folgt, muss man Opfer bringen. Aber das Gute ist, der Herzschmerz hat bald ein Ende. Ja, sie kommt im Mai nach Salzburg, wenn sie mit dem Studium fertig ist. Sie ist gerade auf der Universität, spielt dort auch im Team Fußball. Und meine Familie kommt in circa 2 Wochen und hilft mir mit dem Umzug in meine neue Wohnung. Move into my flat, get furniture, all that kind of stuff. Brandon Aaronson, geboren in Medford, New Jersey, US-Teamspieler. Er weiß, wie es läuft hier. Weiß, wo er hier gelandet ist. Salzburg, mal abgesehen von Jesse, ist Wahnsinn. Was der Club alles gewonnen hat in den vergangenen Jahren, diese Mentalität. Ja, Salzburg ist herausgestochen, mehr als jeder andere Verein. Als das Telefon geklingelt hat, war es so, wow, das ist der Fußball, den ich spielen will. Das ist die Stadt, in der ich leben will. Ein toller Trainer. Ja, hier bin ich richtig. That's the spot for me. This is the football I want to play. This is the place I want to be. You have an amazing coach and I just felt like it was the right spot for me. Ja, der Trainer, sein Landsmann, seine Bezugsperson Nummer 1. I think that was also a big part of it was Jesse. Klar, war auch Jesse ein Argument. Jeder, mit dem ich gesprochen habe, hat so eine große Meinung von ihm. Er ist ein toller Coach, ein toller Typ. Er ist da für dich. Er ist ein Gewinnertyp. Da wollte ich einfach Teil davon sein. He's a winning guy. And for me, I want to be a part of that. Und sofort mittendrin. Berührungsängste gibt es nicht. Und wie gesagt, er weiß, wie es läuft hier. Die Bundesliga mit Red Bull Salzburg. Life of Sky. Brandon Aaronson. Ja, nach diesem Beitrag ist, glaube ich, klar, er hat das Zeug zum absoluten Fanliebling. Manuel, wie wirken sein Auftreten, seine Worte auf dich? Ja, grundsätzlich sein Äußeres lässt darauf schließen, dass er noch sehr jugendlich ist, aber trotzdem, glaube ich, wird jetzt durch eine harte Lebensschule gehen, auch alleine schon durch die Distanz, die er zur Familie hat. Das tut ihm sicher auch gut, im Sinne von das Profileben zu erleben. Ansonsten hat er schon gezeigt, was man so gesehen hat, dass er ein unfassbar aggressiver Spielertyp ist, genau das, was in das Red Bull-Schema auch reinpasst. Er ist durch ein sehr hohes Spielverständnis gesegnet, das hat man auch gleich gesehen. Also ich denke, da wird sich das super entwickeln. Und ist überhaupt nicht ein Jobersleit-Typ, das muss man auch einmal sagen. Absolut Pressingmaschine hat es ja geheißen, von Ernst Tanner. Ich würde näher mit einem Conny Leimer vergleichen. Das bin ich dann Dominik Schoberslei. Absolut. Ja. Jugendliches Aussehen, hast du gesagt. Ja, schon. Aus welchem Film, denke ich mir, wird er rausgeschnitten sein? High School Musical, ich weiß es nicht, aber er passt da so hin. Richtig, amerikanischer College-Film, ja. Wird ganz gut passen. Absolut.
Wie hat er eben sportlich überzeugt bisher? Assist gegen Ried? Ja, er hat da zum ersten Mal gestartet. Genau. Jetzt kam er wieder von der Bank. Also ich glaube, man tut ihn sehr, sehr gut auch aufbauen die nächsten Wochen. Der muss auch einmal reinfinden, auch in die Belastung, denke ich. Das ist sicher auch andere wieder in der MLS. Das hat er auch selber schon bestätigt, dass es hier noch um einiges intensiver ist, alleine schon im Training. Die Liga ist intensiver, spricht auch für unsere Bundesliga. Hört man auch immer ganz gerne, denke ich. Aber ich denke, der braucht nicht viel Zeit, bis er angekommen ist. Absolut. Ja, und vergangene Woche haben die Bulldern einen Neuzugang präsentiert, und zwar auf der Torhüterposition. Nico Mantl aus Unterhaching soll ja nicht so günstig gewesen sein. Welche Rolle hat denn der Trainer für ihn vorgesehen? Gab eben auch im Herbst Spekulationen rund um Zizan Stankovic. Aber lassen wir jetzt Jesse Marsch sprechen darüber. Er ist ein junger Spieler mit viel Talent. Es ist zu früh zu sagen, wie weit weg er ist oder bereit, aber wir wissen sicher, dass er ist ein guter Tormann und hat ein gutes Gefühl für Fußball im Tor. Sehr groß, hat viele gute Fähigkeiten und ja, ist ein super Spieler für uns. So. Aber Zizan hat auch sehr gut gemacht und es ist nur unsere Art, ein junger, guter Spieler zu finden mit viel Potenzial und dann helfen diese Jungen für den nächsten Schritt. Glauben Sie, dass sich da ein richtiger Konkurrenzkampf entwickeln wird? Ich glaube von der Anfang an nicht. Es ist mehr, dass er ist ein junger Spieler mit viel Potenzial. Also, alle Spekulationen ausgeräumt, oder Manuel? Sehr clever und smart, denke ich, diese Antwort, dass man sagt, ja, man plant mittel- bis langfristig mit ihm, dann nimmt man etwas Druck, denke ich, auch raus. Absolut. Zizan Stankovic wird sich am Anfang gedacht haben, na, weil er ist ja recht groß präsentiert worden, auch der Neuzugang. Ja, ist auch sehr groß, wie man an den Bildern sieht. Ja, das ist part of the game. Also das ist Teil des Profibusiness. Du musst permanent abliefern. Es ist auch völlig normal, dass der Club sich nach Alternativen umsieht. Also das ist jetzt für mich jetzt eher nichts Neues und da muss auch der Zizan zurechtkommen. Ja, und Carlos Coronel wird ja sehr wahrscheinlich nach New York verliehen zu den Red Bulls. Manuel, das war's schon wieder. Dein Verein Red Bull Salzburg war wieder schön mit dir. Wir sehen uns dann eben wieder bei der nächsten Ausgabe. Die nächste Partie der Bullen gegen Austria Wien sehen Sie natürlich live bei uns auf Sky. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Machen Sie es gut.